Hallo, liebe Pico-Freunde. Jetzt kommt der zweite Teil vom E32-Video von der Fertigung und ich hoffe, der macht Ihnen genauso viel Freude wie der erste Teil. Jetzt schauen Sie sich's mal an. Viel Spaß dabei. So, bei einem der letzten Videos haben wir gesehen, wie die Pantographen montiert wurden und ich sagte ja, dass sie noch farbgespritzt werden müssen und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Jeder einzelne Pantograph wird also gespritzt, farbgespritzt. Und vorher ist da sogar noch ein kleiner Aufkleber drauf gemacht worden, damit eben die Wippe oben nicht rot wird. Und hier sehen wir jetzt nochmal, wie der Aufkleber auf die Wippe gemacht wird. Hier drüben. Und dann werden sie aufgespießt. Also auch hier wieder sehr viel Arbeit mit den Pantographen. Aber hinterher sehen sie eben toll aus. Und nachdem wir gestern die Dachausrüstung angefangen haben und Laser eingesetzt haben, kommen heute nun weitere Details ans Dach. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da werden jetzt die Isolatoren eingebracht. Okay, wird es verklebt hin. Dann gibt es hier weitere Leitungen. Alles ganz feine Details. Ich sehe es gar nicht, was es ist. Wahrscheinlich Griffstangen. Vorne am Gehäuse. Und hier kommen jetzt weitere Isolatoren drauf. Noch ein paar Verbindungsleitungen. Okay. Hier wird jetzt die Platine eingebaut. Die dann Kontakt von unten bekommt. Ja.
Okay, und hier machen wir jetzt Lampengläser rein. Also ein weiterer Schritt für das Fertigstellen der E32. Wir sehen jetzt hier das Band, an dem die E32 montiert wird. Und wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Arbeitsplätze ein wenig genauer an. Und wir fangen an mit einigen Lötarbeiten. Das ist sicherlich nicht so interessant. Aber auch das muss natürlich gemacht werden. Lautsprecher angelötet. Einige Lötarbeiten für die Kontakte gemacht. Hier werden kleine Teile für die Treibstangen zusammengebaut. Das sieht man hier sogar noch etwas besser auf der Arbeitsanweisung. Dann werden hier die Radsätze in den Vorläufer einmontiert. Und da wir auch Stromabnahme dran haben, wird natürlich unten eine Feder wird auch noch eingebaut. Wieder einige Kontakte angelötet. Hier wird der Vorläufer montiert. Und dann gehen wir auf die andere Seite vom Band. Da sieht man dann, wie das Getriebe zusammengeführt wird. Kommen hier Federn für die Kupplung rein. Hier wird jetzt das Getriebe eingeölt. Dann werden die Radsätze eingesetzt. Jetzt zum nächsten und hier wird jetzt das Gestänge drauf montiert. Ganz wichtig, dass es ohne Spannung eingebracht ist, weil wenn da ein bisschen Spannung drauf ist, dann läuft die Lok nicht mehr rund. Ist also recht kompliziert, muss genau positioniert werden auf den 100stel Millimeter. Kleine Bolzen.
Mitarbeiterin war natürlich etwas aufgeregt, weil ich jetzt daneben gestanden ist. Schische. Und das gleiche auf der anderen Seite. Ja, wenn man da keine ruhige Hand hat, dann hat man da Probleme damit. Ich bin da vorher schon mal durchgegangen, habe alle begrüßt. Also nicht, dass Sie sich wundern, dass ich nicht bei jedem Mitarbeiterin Ni Hao sage, aber ich habe mir es erst angeschaut und dann will ich das jetzt mal filmen. Und hier kommt dann das Gewicht drauf. Hier quasi der Maschinenraum und die Elektronik. Ziemlich aufwendig die ganze Geschichte, wenn man sich das so alles anschaut. So, und dann schauen wir uns gleich an, wie sie geprüft werden. Und hier an dem Arbeitsplatz wird jetzt also jede Lok, nachdem sie gerade zusammengebaut wurde, also das Getriebe, das Chassis, nochmal geprüft, ob auch kein Problem beim Laufen ist. Hinterher, wenn sie dann komplett fertig ist, wird sie nochmals geprüft. Also wir machen relativ viele Prüfschritte, damit wir auch sicher sind, dass die Loks alle ordentlich laufen. So, und auch die Schachteln müssen natürlich zusammengefaltet werden. Und bei der neuen Expert-Plus-Packung ist das nicht so ganz so einfach. Und aufgrund der vielen verschiedenen Arbeitsgänge kann es auch leider nicht automatisiert werden. Das heißt, natürlich könnte es automatisiert werden, aber dazu sind die Mengen viel zu gering und die Kosten für so einen Automaten zu hoch. Also wird es manuell gemacht. Wir sind jetzt gerade dabei, das Gehäuse fertig auszustatten. Mit ein paar Griffstangen. Hier auch noch mal welche. Kleber dran, Sekundenkleber, damit es auch hält. Dann wird die Inneneinrichtung für die Lokführerkabine eingebaut. Die natürlich auch noch mal farbgespritzt worden sind vorher natürlich. So, und dann gibt es hier noch zwei weitere kleine Tätigkeiten. Hier kommt die Kurzkupplung drauf. Und dann gehen wir mal zur nächsten Seite des Bandes und gucken uns mal da an, was sie da für Teile montieren. Oh, wieder. Nicht nur Dampflok haben viele Einzelteile, sondern auch hier gibt es ohne Ende Kleinteile. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, wo ich gesagt habe, Altbau-E-Loks machen wir keine. Aber die sind mittlerweile so gut bei uns. Es macht richtig Spaß, die zu sehen. Ja, und so geht es weiter. Dann kommen noch andere Teile hier hin.
wieder ein ganzer Haufen mit vielen Einzelteilen, die alle anmontiert werden. Hier kommen dann die Aufstiegsleitern dran. Und wie man sieht, muss man sehr ruhige Hände haben, damit man das auch wirklich alles gut hinkriegt. Pole. Weitere Kleinteile. Dann hier werden die Kabel ordentlich verlegt. So, und dann kommt der entscheidende Moment. Hier wird Gehäuse und Chassis zusammengebaut. Es dann ganz fertig ist, noch mal so ein Kleinteil angebaut und dann hätten wir es. Und jetzt wird sie noch mal geprüft. So, hier werden die Loks, die jetzt fertig montiert sind, also noch mal einer Endprüfung unterzogen. Jetzt geht es jetzt einfach mal zwei, dreimal hin und her, Lampen prüfen und später bei der Soundversion wird dann natürlich auch noch Sound geprüft. Aber hier geht es jetzt einfach nur um die reine Funktion und dann wird sie eingepackt. Und bevor wir jetzt mit der E32 zum Einpacken kommen, werden sie noch mal im Einzelnen geprüft und noch das eine oder andere Teil angebaut. Schauen wir uns das noch mal kurz an. Letzten Arbeitsgänge. Wieder die Kupplungshöhe geprüft, ob die exakt stimmt. Werden auch Ausbesserungsarbeiten vorgenommen und auch wieder genau geprüft, ob alles okay ist. Und dann gibt es noch ein paar Ausbesserungen mit Farbe. Ja, und dann kommt sie in die Expert-Verpackung rein. Und das werden wir dann wahrscheinlich morgen sehen. Heute ist der letzte des Monats. Wir sind sehr beschäftigt. Jetzt im April gewesen. Ich hoffe, dass das auch im Mai so ist. Und heute wird also die E32 eingepackt. Und das schauen wir uns mal gerade kurz an. Es ist eine ganz ungewöhnliche Position, wo heute gepackt wird. Normalerweise wird es an einem
Tisch gemacht, wo hin und her geschoben wird, aber hier ist alles belegt mit Einpacken und darum hat man das jetzt am Band gemacht. Die letzten Prüfarbeiten nochmal und dann geht es weiter zum Einpacken. Schaumgummistücke aufgebracht auf die Halterung, damit es keine Scheuerstellen gibt. Sie macht die Nummer auf die Bedienungsanleitung, die Loknummer, und dann kommt die gleiche Nummer auf die Lok. Und dann wird eingepackt. Jetzt kommt der letzte Arbeitsgang. Aufkleber auf die Schachtel. Und dann war's das. Also, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie werden dann viel Freude mit der E32 haben. Ist eine tolle Lok geworden. Können wir alle sehr stolz drauf sein. Vom Design über den Formenbau, die Entwicklung und die Produktion. Hallo, liebe Pico-Freunde. Das war's von der E32. Es hat Ihnen hoffentlich gefallen. Es war jetzt bereits das zweite Video, wo ich die Produktion einer Lokomotive vorgestellt habe. Das letzte Mal war es ja die BR8310 und jetzt ist es die E32. Hat ein bisschen länger gedauert mit der E32, weil wir die 8310 zwischengeschoben haben, aber jetzt ist sie fertig. Sie ist eingepackt worden. Sie wird dann Anfang Mai in Container nach Deutschland gehen, Mitte Juni in Deutschland sein und dann Ende Juni an den Fachhandel ausgeliefert. Das heißt, Sie können sich auf Ihr Modell dann Ende Juni, Anfang, also in der ersten Juliwoche freuen und die Modelle dann bei Ihrem Fachhändler abholen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und tschüss.